Der Eiger, ein sagenumwobener Berg. Berühmt und berüchtigt wie kaum ein zweiter in den Alpen. Ein Berg mit vielen Gesichtern und ebenso vielen Geschichten. An seinem Fuß das bekannte Gletscherdorf Grindelwald, Ausgangspunkt für viele lockende Bergtouren und Abenteuer in Fels und Eis. Heute sind wir bei einer anspruchsvollen, nicht alltäglichen Tour mit der Kamera dabei. Wir begleiten einen Grindelwalder Bergführer und seinen Gast über den Mittelleggigrat auf den Gipfel des Eigers. Bei dieser Tour auf den Eiger überlässt Edi Bohren, der Bergführer, nichts dem Zufall. Denn die exponierte Route über den Mittelleggi ist nicht zu unterschätzen. Auf 2000 Meter die kleine Scheidegg, erste Station zum Gipfel. Touristen aus aller Welt lassen sich täglich von hier aus mit modernen Zahnradwagen hinauf zum spektakulären Jungfraujoch befördern. Mit 3450 Metern Europas höchstgelegene Bahnstation, optimaler Ausgangspunkt für Bergsteiger. Ihr Ziel? Die Jungfrau, der Mönch, der grauschwarze Eiger. In jedem Fall die glitzernde, gleißende, hochalpine Gletscherwelt. Station Eismeer. Die Touristen eilen zu den in den Fels gehauenen Aussichtsfenstern, während wir uns zum alten Gletscherstollen begeben. Der Gang durch diesen Tunnel hat seine Tücken und fordert volle Aufmerksamkeit. Er ist steil, eisbedeckt und dunkel wie die Nacht. Direkt unter uns die wilden Zacken des Grindelwalder Firschergletschers. Gegenüber zwei Viertausender, das Schreckhorn und das Lauter Ahorn. Neben uns zum Greifen nah die beeindruckenden Wogen des oberen Ischmeers. Doch der Blick geht unwiderstehlich weiter, hin zur imposanten Gipfelpyramide des Firscherhorns, 4048 Meter hoch. Bei aller Schönheit und Imposanz ist und bleibt die Sicherheit des Gastes erstes Gebot. Thank you.
Das Ausstiegsloch befindet sich an der Südseite des Eigers, 1000 Meter unter dem Gipfel. Wir betreten den tief zerklüfteten Gletscher. Die Gletscherspalten auf unserem Weg zum nahen Chalifirn sind zwar rasch überwunden, müssen jedoch mit der nötigen Vorsicht traversiert werden. Auch der Blick des Bergführers nach oben hat seinen Grund, denn vor allem bei warmem Wetter ist unter der Eiger Südwand mit Steinschlag und Schneerutschen zu rechnen. Über den weichen Schnee des Chalifirns steigen wir langsam hinauf an den südlichen Fuß des Mittellegigrads. Rechts riesige Eisabbrüche. Vor uns, wie ein Adlerhorst, noch gut 2 Stunden entfernt, unser heutiges Ziel, die Mittellegihütte. Das Felsband, das zum Grat führt, besteht aus lockeren Felsbrocken. Es ist nicht für jedermann einfach, an diesem Steilhang die richtige Route zu finden. Doch das Auge des erfahrenen Bergführers findet problemlos den Weg. Dieser kleine Misttritt zeigt, was für Tücken das Gelände in sich hat. Was ins Rutschen gerät, kennt kein Halten mehr. Solche Steinlawinen sind für nachfolgende Bergsteiger eine große Gefahr. Zum Glück sind wir hier zurzeit noch allein. Gegen 16 Uhr erreichen wir bei strahlendem Wetter die 3350 Meter hochgelegene Mittellegihütte. Gut, jetzt sind wir hier. Rucksack abziehen. Sehr gut. Eddie macht sich gleich ans Werk, denn ein Bergführer, der etwas auf sich hält, kümmert sich nicht nur um alpinistische Aufgaben, sondern auch um das leibliche Wohl seiner Gäste. Bei der Hütte gibt es kein Wasser. Es muss aus Schnee gewonnen werden, welcher in einer sogenannten Brente herbeigetragen werden muss.
Je abgeschiedener eine Hütte, umso größer der Reiz, ein feines Essen zuzubereiten. Heute im Angebot Tomatensuppe, Risotto mit Steinpilzen, raffiniert gewürzt und fachmännisch gekocht, versteht sich. Dazu Saltimbocca alla Romana, zarte Kalbsplätzchen mit Rohschinken und Salbei. Ja, sogar frischer Salat an feiner italienischer Soße ist bald herbeigezaubert. Da darf natürlich unter Bergsteigern aus aller Welt auch ein Gläschen roter Wein nicht fehlen. Die kleine, aber umso gemütlichere Mittellegihütte bietet nicht nur Schutz vor Unwetter und Kälte. Sie besitzt durch ihre exponierte Lage mitten auf dem Grat einen ganz besonderen, abenteuerlichen Charakter. Wer sie betritt, fühlt sich unwillkürlich in die Vergangenheit, ja fast in die Pionierzeit des Alpinismus zurückversetzt. Das vergilbte Foto von Jukomaki erinnert uns an den großzügigen Stifter der 1924 von Grindelwalder Bergführern erbauten Hütte. Der Japaner war zeit seines Lebens eng mit den Berner Alpen verbunden. Gemeinsam mit den Bergführern Fritz Amater, Samuel Brabant und Fritz Steury, alle drei Bergführer aus Grindelwald, bezwang Jukomaki am 10. September 1921 den Mittellegigrat im Aufstieg zum Eiger. Zwar war es Charles Barrington, einem spleenigen, bergunerfahrenen Engländer mit den einheimischen Bergführern Christian Almer und Peter Bohren, bereits im Sommer 1858 geglückt, über die Westflanke den Gipfel zu erreichen. Und nachdem 1876 auch der Weg über den Südgrat gelang, blieb nur noch der dritte und schwierigste über den Ostgrat, der Mittellegi. Wohl wurde 1885 der Grat ein erstes Mal im Abstieg bezwungen, ein zweites Mal erst wieder 1904, ganze 19 Jahre später. Immer noch blieb jedoch der Aufstieg. Es folgte Versuch auf Versuch, Angriff auf Angriff, Misserfolg auf Misserfolg. Fritz Amater, Samuel Brabant und Fritz Steury verfolgten diese Angriffe mit viel Interesse, hatten sie doch die Absicht, den harten Mittellegi selbst zu wagen. Jukomaki weilte zu dieser Zeit in den Berner Alpen und wollte ebenfalls etwas Außerordentliches unternehmen. Am 9. September 1921 trafen die vier Alpinisten in aller Stille sämtliche Vorbereitungen, um einen Aufstiegsversuch zu wagen. Was nun folgte, schildert Samuel Brabant folgendermaßen. Ein Nachmittagszug der Jungfraubahn hatte uns bis Station Eismeer gebracht. In leichter Kletterei erreichten wir bei Sonnenuntergang vom Kallifirn her die Gratkante, etwas westlich vom Punkte, wo heute die Hütte steht. Wir steigen in mäßig schwieriger Kletterei bis zu unserem Freilagerplatz auf 3500 Meter Höhe. Ein Turm heischte größere Anforderungen. Es ist der zweite, ein glatter Kalkstock und mahnt lebhaft an Engelhörner. Unser Lager schlugen wir bei einem kleinen Loch in der Südwand des Berges dicht unter der Gratschneide auf. Der Morgen war schlechter, als wir geglaubt, doch gestaltete sich bis 7 Uhr das Wetter so, dass wir aufzubrechen beschlossen. Der große Turm lag um 10 Uhr hinter uns. Wir standen an der Stelle, wo die früheren Angriffe abgeblitzt waren. Jäh türmt sich der Berg. Glatt ist die Nordflanke. Die Südwand hängt merklich über. Um 10 Uhr steigen wir ein, uns klar bewusst, dass es bald nur noch ein Hinaufgeben wird, ein Zurück unmöglich. Was nun folgt, ist schwer zu beschreiben. 7 Stunden klebten wir in den nächsten 200 Metern. Stufe um Stufe wird in zäher Arbeit erklommen. Fortwährend saust loses Geröll zur Tiefe, fernem Donner gleich.
Hände drohen zu erstarren. Flusätze bieten ihre harten Stirnen. Kaum wird ein Wort gewechselt. Jeder weiß, es geht um Tod und Leben. Doch sieh, es hält sich auf. Wieder lacht die Sonne. Nur gegen das Tal verdeckt ein dicker Nebel jede Sicht. Was schadet das aber? Wir wollen ja hinauf, hinauf. Um 7.15 Uhr stehen wir auf dem Gipfel. Dämmerung im Tale, Licht auf den Höhen, Freude im Herzen. Soweit die Schilderung von Samuel Brabant. Zurück zu unserer eigenen Begehung. Mit unvorhergesehenen Wetterstürzen muss in den Alpen auch im Sommer gerechnet werden. Herrschte bei unserem Aufstieg noch vor wenigen Stunden strahlendes Wetter, so verhüllen jetzt Regengüsse und Wolkenfetzen die Sicht auf den Grat. Morgen, so hoffen wir, wird die Sonne wieder scheinen, denn bei schlechtem Wetter ist es nicht ratsam, den exponierten Grat zu begehen. Auch die Schwierigkeit des Abstiegs über die Westflanke wird oft unterschätzt und ist leider so schon einigen unglücklichen Bergsteigern zum Verhängnis geworden. Es ist Nacht, und während der helle Mond am Himmel zum Greifen nah scheint, wirken die funkelnden Lichter von Grindelwald unten im Tal winzig klein, weit, weit entfernt. Morgendämmerung. Ein neuer Tag erwacht. Ein großartiges, faszinierendes Farbenspiel inmitten einer gigantischen Naturkulisse. Es ist kalt. Mit klammen Fingern werden die letzten Vorbereitungen für den Aufstieg zum Eiger getroffen. Das Wetter scheint uns wohlgesinnt zu sein, obwohl über einigen Bergen noch graue Wolken zu verharren scheinen. Dann ergreift Eddie den Pickel. Wir sind unterwegs zum Gipfel. Der Blick zurück nach Osten zeigt einen strahlenden Himmel. Tief unten im Tal herrscht noch dunkle Nacht. Südlich und westlich von uns erglühen inzwischen die majestätischen Viertausender im ersten Sonnenlicht. Stolz, geheimnisvoll stehen sie da seit Millionen von Jahren in ihrer ganzen wuchtigen Größe. Unwillkürlich fühlen wir uns klein und unbedeutend, jedoch irgendwie geborgen und ganz natürlich dieser Schöpfung zugehörend. Doch die Zeit zum Träumen und Gedanken nachzuhängen ist jetzt vorbei. Der schmale Grat fordert volle Aufmerksamkeit und das Steigen unsere Kraft. Der ruhige, sichere Schritt und einige aufmunternde Worte des Bergführers wecken in uns Zuversicht und Vorfreude auf das bevorstehende Abenteuer. Das erste fixe Seil. Solche Seile sind seit 1924 an den schwierigsten Stellen angebracht, damit der Grat für eine etwas längere Zeitspanne begehbar ist. Sie verkürzen natürlich auch die Durchsteigezeit und sind ein Sicherheitsfaktor. Das Einschlagen von Sicherungshaken erübrigt sich,
was im brüchigen Alpenkalk des Eigers ohnehin eine heikle Angelegenheit wäre. Adolf, du kannst kommen. Ja. Nur mal langsam. Gut, so. Jetzt kommst du noch bis hier zu mir. Prima, jetzt gehen wir hier um hier zusammen weiter. Ja. Ich möchte mal ein bisschen kurz zu fehlen. Kurz vor dem sogenannten ersten großen Aufschwung befindet sich diese flache, breite Passage. Doch was heißt flach und breit am Mittellegi? Einige Schritte lang und einen Schritt breit. Auf der ganzen Route gibt es nur noch zwei ähnlich komfortable Stellen. Der große Aufschwung. Ganz oben hängen einige Wolkenfetzen. Sie ermahnen uns, das wechselhafte Wetter im Auge zu behalten. Um an den Fuß des Aufschwungs zu gelangen, muss erst noch ein kleiner Felsturm überklettert werden. Solche Türme, auch Gendarmen genannt, sind zahlreich auf der Route. Das Überwinden des steilen Gratrückens erfordert Ausdauer und bergsteigerisches Können. Was wirklich zählt, ist eine positive Einstellung im Kopf und Schwindelfreiheit. Was Eddie mit dieser Aussage meinte, wird uns jetzt endgültig klar. Zu unserer Linken öffnet sich der Blick zum Eiger Südgrat. Dieser verbindet den Eiger mit dem 4099 Meter hohen Mönch. Wir schreiten über den letzten flachen Felskopf. Es ist eine balkonartige Passage. Der Blick am rechten Schuh vorbei fällt direkt auf das gut 2600 Meter tiefer liegende Grindelwald.
Schaut man am Ende des ersten Aufschwungs zurück, dann erkennt man gut, wie luftig und schmal unsere Route über den Mittelleggi Grat in Wirklichkeit ist. Die federleichten, sicheren Schritte des Bergführers täuschen über die Schwierigkeiten des Geländes hinweg. Die Flanke ist äußerst steil. Ein Misstritt ohne ein sicherndes Seil wäre fatal. Auf dem Mittelleggi Grat schaut man mit einem Blick in zwei verschiedene Welten. Links die grünen Wiesen um Grindelwald, rechts die hochalpine Gletscherwelt. Auch ohne ständig hinzuschauen, weiß ein erfahrener Bergführer, was er seinem Gast zutrauen kann. Gemeinsames Gehen am kurzen Seil oder Sichern aus dem Stand. Aber auch die richtigen Worte zur richtigen Zeit sind wichtig. Sie helfen dem Gast auch, schwierige, exponierte Passagen ohne Angst zu überwinden. Der erste Aufschwung ist geschafft. Das Bergsteigen wird zum unvergleichlichen Erlebnis. Ein freies Gefühl, fast ein Schweben stellt sich ein auf dieser luftigen Kanzel. Der große Gendarme befindet sich unmittelbar vor dem zweiten großen Aufschwung. Hier hochzuklettern ist für unseren Bergführer ein reines Vergnügen. Für den Gast am gut gesicherten Seil eine Leistung, die ihn mit Stolz erfüllt. Der Mittelleggi wird auch als der Grat am Himmel bezeichnet. Wer möchte es bestreiten? Ein wahrlich zutreffender Beiname.
Die Route ist abwechslungsreich. Steigen, klettern, gehen, hinauf und manchmal sogar wieder einige Meter hinab. Eine wahre Freude für jeden Alpinisten. Und immer wieder die Genugtuung, eine weitere Hürde, einen weiteren Felsturm geschafft zu haben. Der Ausblick bleibt faszinierend. Durch das Höhersteigen verändern sich Blickwinkel und Perspektiven stets aufs Neue. Mit großer Spannung schreiten wir zu dem Punkt, wo die vielen Attacken zur Erstbesteigung des Eigers über die Mittellegi-Route scheiterten. Fast andächtig und mit neuem Respekt für den großartigen Mut der Erstbesteiger begeben wir uns, es sei zugegeben, mit fast etwas wackeligen Beinen zum Einstieg des zweiten großen Aufschwungs. Wäre da nicht die ruhige, vertraueneinflößende Gegenwart des Bergführers, würde sich bei uns trotz fixen Seilen und moderner Ausrüstung sicher ein etwas beklemmendes, zweifelhaftes Gefühl einstellen. Hier also kämpften und rangen sich Fritz Amater, Jukko Marki, Samuel Brabant und Fritz Steury 7 Stunden lang hoch. Eine kalte, unwirtliche Nacht in den Knochen, Nagelschuhe an den Füßen, steife, hinderliche, feuchte Kleider am Körper, Ungewissheit und kein sicherndes Seil von oben. Welch ein Mut, welch ein Tatendrang hat diese Menschen beseelt? Eddie, unser Bergführer, weiß es. Hatte doch unter vielen schwierigen Besteigungen selbst die berüchtigte Eiger Nordwand durchstiegen. Nochmals klingt uns sein Zitat in den Ohren. Auf eine positive Einstellung im Kopf kommt es an. Und während wir weitersteigen, erspähen wir zu unserer Rechten 2 Alpinisten unterwegs in der Lauperroute. Wie sich später herausstellte, handelte es sich um 2 junge Grindelwalder Bergführeraspiranten, die sich, wie sie sagten, auf einer Trainingstour als Teil ihrer Ausbildung zum Bergführer befanden. Hans Lauper durchstieg den östlichen Teil des Eiger Nordabsturzes im August 1932 gemeinsam mit seinem Freund Alfred Zürcher und den Walliser Führern Josef Knobel und Alexander Graven. Vom Einstieg bis zum Gipfel benötigten sie 13 Stunden. Eine tolle Leistung. Doch am Eiger wurden noch viele andere Abenteuer erlebt.
So fuhr 1983 der Südtiroler Toni Wallerutz mit den Skiern ungefähr auf der Linie der Lauperroute in etwa einer Stunde ins Tal. Ein unglaubliches, seither nie mehr wiederholtes Wagnis. Kein Wagnis hingegen ist unsere Tour über den Mittellegi. Doch hier an dieser steilen, exponierten Passage verspüren wir trotzdem einen Hauch von Abenteuer und Spannung. Diese riesigen zyklopischen Felsgebilde befinden sich gegen Ende des sogenannten zweiten großen Aufschwunges. Ein Rundblick auf das Alpenpanorama. Die Rast tut gut. Unser durch Höhe und Anstrengung ins Galoppieren geratener Puls beruhigt sich zusehends wieder. Bergdohlen, der Rabengattung zugehörende Vögel, sind zutrauliche Geschöpfe. Wen wundert's? Sie werden von den Alpinisten respektiert und verwöhnt. Die Gipfelregion des 3970 Meter hohen Eigers besteht aus Schnee und Eis. Steigeisen ermöglichen sicheres Gehen. So, da jetzt haben wir diesen an, das geht ja besser. Mit dem, hä? Jetzt haben wir den gerade hier durch. Schnee, gell? Noch Zeeland. Jetzt können wir hier loslassen. Unser Bergführer und verlässlicher Kamerad bleibt aufmerksam und sicherheitsbedacht. Er hat bemerkt, dass uns die Gipfelnähe etwas euphorisch gestimmt hat. Nie hätten wir gedacht, dass einem ein Tal so sprichwörtlich zu Füßen liegen könnte wie das von Grindelwald heute. Von uns ausgelöste Schnee- und Eispartikel rollen direkt in die zwar unsichtbare, aber sich direkt unter uns befindende berühmt-berüchtigte Eiger Nordwand. Uns jedoch scheint, der Grat führe direkt in den Himmel. Mächtige, durch Wind und Wetter geformte, überhängende Schneewächten sind gefährlich. Vorhandene Spuren können trügerische Sicherheit vortäuschen. Doch Eddie kennt sich hier oben aus wie kein zweiter und prüft gerade deshalb jeden Tritt.
Im Wissen, dass wir bald unser Ziel erreichen werden, lassen wir unserer Fantasie freien Lauf. Gedanklich sind wir wieder bei der Mittellegi-Hütte und lassen den heute zurückgelegten Weg Revue passieren. Mühelos fliegen wir wie Bergdohlen dem Grat entlang, von einer Kuppe zur nächsten, über Felstürme und Aufschwünge, von Gendarm zu Gendarm. Nur der Gedanke an die unwahrscheinlich steile, Eis- und Steinschlag bringende Nordwand lässt uns kurz erschauern. Die Westflanke. Hier herauf gelang Barrington die erste Besteigung. In einer Stunde schon wird es unsere Abstiegsroute sein. Ungefähr 4 Stunden sind es über steile Felsplatten, Geröll und Schneefelder hinunter zur kleinen Scheidegg. Jetzt aber wollen wir auf den Gipfel. Wie oft haben wir davon geträumt, stolz dort oben zu stehen. Ist es kein Traum mehr. Nur noch wenige Schritte und wir sind wirklich ganz oben, auf der weißen, eisigen Krone des Eigers. Wir sind voller Dankbarkeit und Freude, ein überwältigendes Gefühl. Stehen oder schweben wir auf diesem sagenumwobenen Gipfel?